Ich bin Simone Frerichs und ich bin die Gesangslehrerin hier an der Musikschule. Ich bin eigentlich für alles zuständig, was mit Stimme und Singen zu tun hat, ob im Einzelunterricht oder im Chor. Ich habe heute zwei Schülerinnen mitgebracht, Juna und Maria. Juna ist 7 Jahre alt und ist seit knapp einem Jahr bei mir im Unterricht. Und obwohl sie noch relativ jung ist für den Gesangsunterricht, macht sie ihre Sache schon wirklich gut und das zeigt sie uns jetzt. Simsala sing, ole, Simsala sing, Simsala sing, schalalala. Simsala sing, ole, Simsala sing, Simsala sing, schalalala, ole. Du lieblicher Stern, du leuchtest so fern, doch hab ich dich dennoch von Herzen so gern. So herzinniglich, dein funkelndes Äuglein blickt immer auf mich. Egal, ob ihr ein Kinderlied singen wollt, einen Popsong, einen Song aus einem Musical, Filmmusik oder auch klassische Musik, so wie Juna jetzt gerade schon ein kleines Lied von Robert Schumann gesungen habt, dafür ist immer eine gute Atem- und Gesangstechnik nötig. Eine gute Technik ist das Werkzeug, um der Musik Ausdruck zu verleihen, einen guten Klang zu erzeugen, dem gesungenen Text verständlich rüberzubringen und um das alles, den ganzen gesanglichen Beitrag, ohne Mühe und ohne Ermüdung zu transportieren. Maria hat sich in den letzten 2 Jahren, in denen sie bei mir im Unterricht ist, schon eine gute Technik erarbeitet, ist 16 Jahre alt und ist durchaus schon eine etwas fortgeschrittenere Schülerin. Und wenn man etwas fortgeschrittener ist, dann fängt man auch schon mal an, zweistimmig zu singen. I say in love. Maria und ich haben einen kleinen Einblick in den Gesangsunterricht gegeben und ich freue mich auf viele neue Stimmen hier in der Musikschule bei mir im Unterricht. Du lieblicher Stern, du